Ja, Tag 2 der Glutenfrei-Challenge ist vorüber. Ihr seht gleich wieder das Food-Diary. Die Gluten-Info des Tages, habe ich mir so gedacht, dass man jeden Tag so eine kleine Info raushaut zu Gluten, ist, dass im Restaurant, wenn du Gemüse isst, da durchaus Gluten dran sein kann, weil viele Restaurants quasi mit Nudelwasser ihr Gemüse blanchieren. Und von daher müsste man da nachfragen. Also, das war für mich neu und ja, also von daher viel Spaß im nächsten Restaurantbesuch. Ich habe glücklicherweise keine Glutenunverträglichkeit, da würde ich sowas gar nicht merken, aber das nur mal so als Info am Rande. Ansonsten gibt es jetzt das Food Diary des heutigen Tages. So, jetzt geht's wieder los. Der Tag mit einem Smoothie. Und zwar ist heute drin, fangen wir mal von oben an. Rote Beete, Äpfel, Bananen, Mangold von Möhren, das Kraut, dann Spinat und Grünkohl, Himbeeren, dann so eine exotische Tropenfrüchte-Mischung, dann Buchweizen, dann ungeschälte Hanfsamen, Moringa-Pulver, Gerstengras, Weizengraspulver, Neempulver, Ginsengpulver. Ja, genau. Und da werde ich jetzt sozusagen den Tag starten. Jetzt auch noch relativ früh am Morgen. Das heißt, heute werde ich wahrscheinlich ein richtig deftiges Mittagessen wollen. Und da bin ich schon gespannt, was ich mache. So, und zum Mittag gibt es einen Wildreissalat. Und zwar ist das Wildreis, den ich über 3 Tage eingeweicht habe in kaltem Wasser. Das heißt, ich habe ihn nicht gekocht, sondern ich habe ihn in kaltem Wasser eingeweicht. Rohkostqualität, natürlich mehr Vitamine, Mineralstoffe, bla bla bla. Es schmeckt einfach geiler, weil er viel nussiger schmeckt und weil er wirklich bloß eingeweicht ist. Und dazu habe ich halt Gurken, Zwiebeln, Schnittlauch und Tomaten gemacht. Und ja, Olivenöl, Essig, dazu noch ein paar Kräuter der Provence, Salz und Pfeffer. Salzsole und Pfeffer wollen ja genau bleiben. Ja, und das ist ein richtig geiler, auch sättigender Salat durch den Wildreis halt. Und Wildreis, das habe ich schon immer gemacht, seit Dezember, wo ich das erste Mal festgestellt habe, Wildreis einfach nur 3 Tage in kaltem Wasser einlegen. Und dann schmeckt er richtig, richtig geil. Und ja, absolute Empfehlung der Wildreis. So, und heute Abend bin ich mal gespannt. Ich weiß es noch nicht. So, der Abend ist gekommen. Und zwar habe ich die Wahl zwischen Äpfeln aus dem Garten, wo ich extrem Apfelüberschuss zurzeit habe, oder ich habe hier noch so einen selbst glutenfreien Pizzateig gemacht aus Kichererbsenmehl, Flohsamenschalen und Hefe und Wasser. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ich habe einfach mal instinktiv die Sachen zusammengeschmissen. Ja, entweder ich nehme das oder ich nehme das. Ich habe mich schon entschieden. Ich wollte euch bloß mal teilhaben lassen, was ich sozusagen an Auswahl hatte und habe mich letztlich für die Äpfel entschieden. Ja, ich habe die Äpfel. Erstens müssen sie weg und wenn ein Teig noch ein bisschen gehen kann, ist es auch nicht so schlecht. Und zum anderen habe ich irgendwie eher so will ich was Süßes und eine Pizza ist eher was Herzhaftes. Von daher werde ich heute Abend diese 4 Äpfel jetzt essen. Und jo, und damit ist der zweite Tag auch rohköstlich vonstatten gegangen. Und ja, mal sehen, wie es morgen wird. Morgen wird es eigentlich mit Sicherheit nicht rohköstlich, weil dann werde ich mich hier an die Pizza machen, weil ich mal sehen will, ob die gut schmeckt. Jo, das soll es vom zweiten Tag gewesen sein.